Hallo meine Lieben und willkommen zu Tag 23 von Vlogmas. Ich bin noch ein bisschen bekleckert. Ich kann es nicht fassen. Was ist eigentlich das für ein komisches Tuch? Ach so, da sind gereinigte Plätzchenformen. Ich kann es nicht fassen. Es ist 14 Uhr. Ich muss jetzt endlich mal joggen gehen. Ich habe auch gesehen, dass es die nächsten Tage kälter wird. Deswegen will ich das unbedingt noch ausnutzen, weil wenn es kälter ist, habe ich halt auch weniger Bock rauszugehen. Ja, ich habe einfach gepennt bis 12:30 Uhr, 12:55 Uhr. Es wurde irgendwie immer später. Ja, und plötzlich war es irgendwie eins, als ich aufgestanden bin. Oder halb eins. Da habe ich mir noch ein paar Bilder angeguckt. Heute ist der Geburtstag von meinem Vater. Und ja, jetzt muss ich eigentlich mal laufen gehen, denn ich würde gerne auf den Friedhof gehen, bevor es dunkel wird. Und das ist ja sehr früh der Fall. Also, let's go. So. Ich war jetzt joggen. Und habe mich jetzt fertig gemacht und jetzt gehe ich auf den Friedhof. Es ist gerade noch hell, da bringe ich Blumen und eine Grabkerze hin. Und ich habe extra für euch meinen hässlichsten Weihnachtspullover angezogen. Denn ich weiß, wenn ihr diesen Vlog seht, ist wahrscheinlich Weihnachten. Und ja, ich habe dafür wirklich Geld ausgegeben. Ich bin so eine Person. Und ja, ich sehe, wie hässlich dieser Pullover ist. Aber ich liebe ihn. Und ich werde ihn jetzt den ganzen Tag für euch tragen. So, ich habe gerade noch Leinsamengel gekocht. Ich weiß nicht, warum das so wenig ist. Es ist mir ein völliges Rätsel. Nächstes Mal mache ich die dreifache Menge. Das wird vielleicht für zweimal Haare waschen reichen. Und es hat irgendwie auch ewig gedauert gerade. Die Kekse sind fertig mittlerweile. Ich habe es vergessen, euch gestern mitzuteilen, aber die Kokosmakronen sind mir leicht verkokelt. Die erste Ladung, die zweite Ladung ist komplett auseinandergefallen. Aber die kann man schon noch essen. Also die schmecken jetzt nicht schwarz oder so. Und innen sind die auch noch ganz weiß. Es war irgendwie ein total beschissenes Rezept, weswegen ich das noch nicht empfehlen kann. Die Kekse habe ich ja gerade dekoriert. Da ist mir aufgefallen, dass die rote Zuckerschrift leider komplett schlecht war. Muss ich nochmal überall runterwischen. Läuft bei mir. Hausfrau des Jahres, würde ich sagen. Aber immerhin habe ich gestern zwei Sorten Kekse gebacken und währenddessen noch ein Abendessen gekocht. Ich habe immer noch echt Rückenschmerzen. Ich war seit Tagen irgendwie nicht mehr richtig irgendwie entspannt. Aber ja, Kekse sind immerhin fertig. Das war mir irgendwie wichtig, vor Weihnachten noch zu machen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich erstmal mir die Haare waschen, duschen gehen, mich ready machen und mir dann hoffentlich heute noch die Nägel machen. Und dann sind die wichtigsten Sachen vor Weihnachten eigentlich auch schon geschafft. So, hoho, noch ein letzter richtiger Adventskalender-Time vor morgen. Ja, ich sehe scheiße aus. Ich habe gerade schon noch die Endszene gefilmt, aber das muss ja jetzt nicht mehr sein. Meine Mama macht hier gerade noch ein schönes Tiramisu. Kann es gerne mal kurz drauf filmen. Sie filmt gerade für mich. 23. Oh, es ist Beauty. Oh mein Gott, wie dringend habe ich diese Gesichtsmaske bitte nötig? Klärendes Peeling. Wow, das ist echt notwendig. Als ob du es vorausgesehen hättest. Danke, Mama. Aber ich habe es dir nicht am Hals gewünscht. So, wir machen jetzt hier ein Auspacken im Gehen. Was ist mit den Katzen los? Oh, dieses Outfit. Einfach hot. Offensichtlich denken sie, es ist was für sie. Nein, es ist nichts für euch. Die Leckerlis im Adventskalender finden die Katzen übrigens eklig. Kleines Update, sie mögen sie nicht. Oh, das riecht aber gut. Eine Duftkerze, würde ich sagen. Ich habe übrigens heute einen Kommentar bekommen, dass die Leute sich freuen, dass du dich jetzt mehr zeigst. Also eine Person hat es geschrieben. Aha. Was ist denn mit denen los? Oh, den Pullover wollte ich eigentlich auch noch anziehen, den du trägst. Und? Apple und Cinnamon. Riecht gut. Wunderbar riecht es.
Ganz toll. Sehr schön, weil wir können Kerzen eigentlich nicht anzünden wegen den Katzen, aber mit dieser coolen Laterne können wir das doch. Und dann riecht es alles schön. Ganz herzlichen Dank. Gerne, gerne. So, meine Lieben, es ist jetzt auch schon wieder 2.30 Uhr. Es ist Heiligabend. Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht. Frohe Weihnachten. Ich lasse euch noch gar nicht gesagt, meine Nägel sind fertig. Ich bin sehr, sehr proud darauf. Es ist sehr gut geworden, finde ich. Wir haben noch eine Suppe gegessen, die meine Mutter gekocht hat. Und ich habe noch ein paar Kekse gegessen. Und dann habe ich noch die letzten 4 Stunden telefoniert. Und ja, wir müssen den Baum heute noch nicht geschmückt. Wollten wir eigentlich noch machen, haben wir es nicht geschafft. Machen wir dann morgen früh. Und ja, ich dachte, ich mache so einen ganz kleinen Real Talk zum Thema Weihnachten, Heiligabend. Und zwar möchte ich das so motivieren, dass ihr euch euer Weihnachtsfest zurückholt und die Freude daran. Denn ich weiß, dass gerade für Menschen mit Essstörungen Weihnachten sehr stressig sein kann. Mit dem Festmahl und so weiter. Man kann auch nicht sagen, nein, danke, ich esse was anderes. Zu der Familie, so klar kann man das sagen, aber das ist halt nicht so schön. Und ich kann euch nur ans Herz legen, esst mit eurer Familie und macht euch keine Gedanken um Kalorien. Also das war die dumme Aussage und das funktioniert natürlich so auch nicht, das weiß ich auch. Aber ja, ihr müsst euch immer auch überlegen, so um 1 Kilo Fett zuzunehmen, müsst ihr 7000 Kalorien Überschuss essen. Erstmal in den Überschuss zu kommen, ist schon echt schwer. Und wenn ich erstmal davon ausgehe, dass ich sage jetzt mal, Frühstück normal esse, Mittagessen normal esse, dann noch Süßigkeiten esse, Kekse, Schokolade, was auch immer. Und dann noch ein Festmahl. Das Ding ist halt, so ein Festmahl hat auch nicht sehr viel mehr Kalorien als ein normales Abendessen. Und sagen wir mal, ich esse jetzt 400 Kalorien über meinen Bedarf, weil ich mich nicht viel bewegt habe und viel gegessen habe. Dann sind es 400 Kalorien. Und sagen wir mal, ich mache das an allen 3 Weihnachtstagen, dann sind wir irgendwie bei, sagen wir mal, 1200 Kalorien. Und ich musste quasi 7 Weihnachtsfeste erleben, um 1 Kilo Fett zuzunehmen. Und ich meine, so funktioniert das auch nicht. Unser Körper ist keine Maschine. Und weil wir irgendwie an 1, 2 Tagen mal mehr essen, nehme ich automatisch zu. Und das Ding ist auch 1 Kilo Fett. Das sieht man nicht. Es ist wirklich so. Ich weiß, das klingt immer ganz schrecklich. Oh mein Gott, ich habe 1 Kilo zugenommen. Aber man sieht 1 Kilo nicht. Und was man da an Weihnachten zunehmen könnte, das ist nicht sichtbar. Ich kann euch garantieren, dass man es nicht sehen kann. Und dass dieses Gewicht sich auch von ganz alleine wieder regulieren wird. Also bitte, stresst euch nicht so krass. Ich verspreche euch, dass ihr nach Weihnachten nicht fett seid. Ihr habt vielleicht einen Blähbauch, weil ihr viel gegessen, euch wenig bewegt habt. Das kann passieren. Aber ihr werdet nicht nach Weihnachten sichtbar dicker sein. Das ist nicht möglich. Nur durch diese 3 Tage so zuzunehmen, dass man es sehen kann. Das ist, ich kann es euch nur wieder sagen, es ist nicht möglich. Wiegt euch auch nicht danach, weil es ist kein schlauer Move so. Natürlich Magen-Darm-Inhalt und so weiter. Vielleicht Wassereinlagerung durch sehr salziges Essen und so weiter. Aber ihr werdet definitiv nicht signifikant an Gewicht zunehmen. Nicht so, dass es irgendwie von Bedeutung wäre. Nicht mehr als vielleicht 100, 200, maximal 300, 400 Gramm so. Vielleicht ein halbes Kilo, aber das ist, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Nee, das glaube ich nicht. Na, das ist, glaube ich, nicht möglich. Weil für ein halbes Kilo müsstet ihr schon irgendwie jeden Tag 1200 Kalorien über euren Bedarf essen. Und ich denke nicht, dass das der Fall ist. Also macht euch keinen Stress. Ihr werdet sicherlich nicht mal ein halbes Kilo zunehmen, wirklich. Und alles andere sind einfach nur Wassereinlagerungen. Magen-Darm-Inhalt, stresst euch nicht. Wiegt euch nicht und macht euch wirklich keinen Stress. Denn ich kann euch versichern, ich war nach Weihnachten noch nie dicker als vorher. Das sind 3 Tage. Macht einfach mal diese 3 Tage keinen Sport. Nehmt es als eine Challenge. Macht es für eure Familie. Esst einfach mit. Esst intuitiv. Und wirklich, nehmt euch mal ein bisschen den Druck raus. Das kann ich euch allen wirklich nur ans Herz legen. Aber ich möchte euch auch sagen, falls es für euch im Moment nicht möglich ist, dieses Weihnachtsfest einfach zu genießen, weil ihr psychisch krank seid oder wegen eben irgendwelchen anderen individuellen Gründen. Bei einer Essstörung würde ich jedem einfach sagen, geht dagegen an, so gut es geht. Und dass wenn es vielleicht schwer ist und dann euch nicht so viel Spaß macht oder euch nicht so gut tut, ist es nächstes Jahr viel leichter. Und dann könnt ihr vielleicht nächstes Jahr wieder mehr Lebensfreude daran haben. Aber falls euch Weihnachten aus irgendwelchen individuellen Gründen einfach Kummer bereitet und es euch dann nicht gut geht, lasst euch nicht irgendwie unter Druck setzen. Lasst euch nicht stressen dazu, irgendwie dankbar zu sein, wenn ihr es halt nicht seid. Klar, dankbar sein ist immer eine gute Sache, aber das kann man nicht erzwingen. Man kann gute Stimmung, Festtagsstimmung und so weiter nicht erzwingen. Fühlt euch da einfach nicht unter Druck gesetzt und gestresst. Ich weiß, es ist immer sehr leicht gesagt und es ist sehr schwierig. Aber ihr müsst niemandem irgendwas beweisen. Und wenn ihr an Weihnachten einfach nur zu Hause bleiben wollt und eure Ruhe haben, dann ist es auch völlig legitim. Ich kann euch nur sagen, versucht euch euer Weihnachtsfest zurückzuholen, so gut es geht. Versucht euch mit Menschen zu umgeben, die euch gut und die ihr liebt. Und versucht es euch einfach gut gehen zu lassen, mit gutem Essen und euch einfach mal eine Pause zu gönnen.
Aber es ist okay, wenn es euch an Weihnachten nicht gut geht. Es ist okay, wenn es für euch die schrecklichste und nicht die schönste Zeit im Jahr ist. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal zu sagen, denn für viele Menschen, gerade psychischen Erkrankungen, ist Weihnachten eben wirklich der Horror. Für mich ist es jetzt nicht so, aber es war wirklich schwer für mich vor 2 Jahren in meiner krassesten Magersuchtszeit. Es war eine richtige Challenge. Das ist sogar schon 3 Jahre her, glaube ich. 3 Jahre, ja. Also Leute, wirklich. Konzentriert euch auf euch, kümmert euch um eure Bedürfnisse. Denn bei Weihnachten geht es natürlich darum, ja, Liebe zu geben, aber auch sich selber Liebe zu geben. Konzentriert euch mal darauf. Das fasse ich jetzt gerade einfach nicht, dass meine Mutter jetzt irgendein Rührgerät angeschaltet hat, was ich jedenfalls sagen wollte. Macht euch keinen Stress wegen den Feiertagen. Kümmert euch um euch selbst, versucht euch selbst zu lieben. Und das zu tun, was euch gut tut, das ist das Allerwichtigste in erster Linie. Ihr müsst dann niemandem was beweisen und ja, tut für euch selber was Gutes. Aber versucht auch, nicht auf eure Essstörung zu hören und nicht eure psychischen Krankheiten eure Feiertage bestimmen zu lassen. Das ist alles, was ich sagen wollte. Und jetzt beende ich dieses Video auch schon noch. Zum Glück, keine Ahnung, ich bin super müde. Lasst mir, wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch einen Kommentar, wie ihr den Tag so verbringt. Und über ein Abo freue ich mich sowieso immer sehr. Ihr könnt gerne auch am Gewinnspiel teilnehmen und ja. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen heiligen Abend und morgen zeige ich euch natürlich, wie es bei uns war. Ich zeige euch meine Geschenke, meine Mutter zeigt euch bestimmt auch, was ich ihr schenke. Und ja, ich zeige euch, wie ich Weihnachten verbringen werde. Also ich hoffe, ihr freut euch darauf. Wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao.